Tag 9. Verdächtig. Mein Familienangehöriger ist nicht mehr verdächtigt. Mein Familienangehöriger ist positiv. Was bedeutet das jetzt für mich, für meine Arbeitsumgebung, für meine Frau, für unsere Bewegungsfreiheit? Mein Familienangehöriger ist seit gestern Abend raus aus der Quarantäne, die über ihn verhängt wurde. Ja, wie kommt das? Na, das Gesundheitsamt hat allzu lange gebraucht zum Testen. Der Test fand am Freitag statt und heute haben sie das Ergebnis. Gut. Also das Ergebnis bezieht sich auf einen Test somit, der einen Tag nach meinem negativen Ergebnis bei meinem Sohn positiv war. Das heißt, der hatte jetzt also nach meinem negativen Test immer noch die Möglichkeit, mich anzustecken. Na gut, also wir haben Abstand gehalten, ich fühle mich gut, ich habe nichts. Also ja, aber welche Konsequenzen hat das auf Ihre Umgebung? Ich werde mal sehen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal eine Nacht drüber schlafen. Also ich gehe jetzt erstmal eine Runde schwimmen. Hinter mir. Immunsystem weiter stärken. Darf ich ja. Kontaktpersonen wurden noch nicht aufgenommen. Ich wurde noch nicht angerufen. Ich bin noch nicht verdächtig und ich habe eigentlich auch nicht vor, einen zweiten Test zu machen. Und ich bin jetzt etwas hilflos in dieser Situation. Tatsächlich, ich bin jetzt ein Spielball der Gewalten, auf die ich keinen Einfluss habe. Das ist ärgerlich.